Im Oktober 2016 sind wir nach Dubai geflogen, um das Videotraining Cityscape Masterclass aufzunehmen. Hier ist das Behind the Scenes. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Es ist fast 2 Uhr. Aber man muss sagen, wir haben heute nicht so lange geschlafen, sondern wir waren noch länger in der Wohnung, haben noch Sachen organisiert. Wir fahren heute zu Dubai Marina und werden hier noch 1-2 Tutorials aufnehmen. Also für das eine Tutorial ein paar Lektionen noch. Und werden mal so ein bisschen Dubai Marina auch am Tag fotografieren. Und für den Abend müssen wir mal gucken, was wir machen, ob wir auf ein Hochhaus gehen oder irgendwo unten bleiben. Je nachdem, was sich da noch so ergibt. Oder können so. Wir können hier die Begrüßung und das Outro noch drehen. Willst du die Begrüßung hier drehen? Ich würde die da drehen, wo diese Skyline ist, auf der Palmeninsel. Da wollte ich ja noch mal hin, so bei Tag. Aber das ist die Skyline relativ weit weg, oder? Aber man sieht sie halt geil, so mit dem Weitwinkel und dann... Matthias möchte die Sigma, denn wir vergleichen jetzt hier gerade, das ist auch vielleicht noch mal interessant, da können wir noch mal einen extra Vlog machen. Wir vergleichen gerade mehrere Objektive, und zwar das Canon. Und hier seht ihr mal, wie man richtig Objektive wechselt. Schön. Genau. Eigentlich in der Wüste. Schön die Kamera offen lassen, die ganze Zeit so auf dem Stativ stehen lassen. Das Ding ist... So, und jetzt kann man nach so ein paar Sekunden dann in die... Ich bin nicht der, der die ersten 500 Bilder, 3 riesen Blotches auf allen Bildern hat. Das Ding ist ja, Matthias, wenn er Objektive wechselt, und wie typisch Matthias, oben offen, unten offen. Das ist ihm egal, ob wir in irgendwelchen Lost Spaces unterwegs sind, wo es staubig ist oder in der Wüste, scheißegal. Aber die Bilder wären trotzdem gut, oder? Komischerweise. Ja. Der perfekte Ort, das Ganze zu drehen. Wir haben hier eine wunderschöne Skyline von Dubai Marina hinten drauf. Der größte Wohnblock ist der größte Block am Heuland auf der Welt. Und ich habe mich gerade auch wieder mit meinen Kindern fotografiert. Und ich dachte mir, dass ich jetzt mal dir erzählen kann, was ich von den Filtern genau halte. Ich zeige euch mal, wo wir sind. Wir sind hier an so einer geilen Brücke mit einer schönen Spiegelung und einem tollen Sonnenuntergang. Und jetzt fängt die blaue Stunde gerade an. Oben sieht man den Mond. Ziemlich geiler Spot. Und gleich gibt es einen Livestream, den wir angekündigt haben auf Facebook. Sag mal Einstellung, Digga. Nee, ich sag keine Einstellung. Das macht jemand anders. Aber ich bin gerade bei Blende 8, Wupp. ISO 100, fall nicht runter. Bin ich und 4 Sekunden, glaube ich. Ja, das passt doch. Also perfekte Zeit. Und wenn, wenn ihr genau diese Einstellung habt, wenn ihr Blende 8 habt, ISO 100 und 4 Sekunden, dann seid ihr genau in der richtigen Zeit, wo das Bild unten und oben ausbalanciert ist. Wo Himmel und Stadt exakt genauso sein müssen. Genau. Übrigens zu jeder Tageszeit, auch mittags, habt ihr dann ein perfekt ausgeleuchtetes Bild. Solltet ihr auf jeden Fall probieren. Ja, genau. Wenn man nach den Einstellungen fragt, ist eigentlich... Immer dämlich. Blende 8, ISO 100 und 4 Sekunden ist. Ja. Guck mal, wie geil das aussieht, Alter. Ich hoffe, dass die Brücke noch angeleuchtet wird von unten. Also letztes Mal, als ich hier war, war das so. Ich wundere mich, warum die Lichter hier noch nicht an sind. Ich hoffe, die gehen noch an, ey. Ja, wenn nicht, dann nicht. Ja, wir sind hier immer noch. Dubai Marina, es ist mittlerweile nachts. What up, bro? What bei up? Stefan, What er up? Will einfach den ganzen Tag hier sein. Und wir waren ja vorhin schon hier und sind jetzt immer noch hier. Wir waren kurz mal essen, da vorne in dem Restaurant. Die ganze Zeit, Alter. Wir haben die ganze Zeit gedreht, er hat sich immer wieder versprochen. Wir mussten immer wieder von vorne anfangen. Da mussten wir ins Hotel zurück. Kann ich filmen, Alter. Und wir so mussten aus, unsere Akkus neu aufladen. Und ja, seht selbst, es ist nachts. Wir waren hier vorhin schon. Freunde, glaubt nicht alles, was der Benny sagt. Das ist natürlich alles erstunken und erlogen gewesen. Wir waren viel unterwegs, wir haben viel gesehen. Wir waren ja unter anderem unter der Business Bay Bridge. Wir sind jetzt nochmal in Dubai Marina bei dem Spot von vorhin. Machen das Ganze jetzt nochmal bei Nacht, weil bei Nacht sieht natürlich das Ganze extrem geil aus. Hab ich jetzt hier drauf gedrückt? Ja. Und wir werden jetzt hier einfach noch ein bisschen rummarschieren. Also wir werden einmal so rundherum gehen. So Leute, und ansonsten werden wir morgen früh Helikopter fliegen über Dubai. Freunde, wir stehen gerade hier auf einer Brücke von einer Autobahnabfahrt, aber keine Sorge, hier gibt es einen Fußgängerweg, also alles kein Problem. Direkt vor der Dubai Mall, vor der größten Einkaufsmall der Welt.
Und im Hintergrund haben wir natürlich auch wieder unseren beliebten Burj Khalifa. Und den fotografieren wir gerade mit einem coolen Vordergrund. Zeige ich euch mal gerade. Hier haben wir nämlich direkt im Vordergrund, richtig geil, hier so eine Schleife, wo die Autos rumfahren. Und das ist ein sehr geiler Vordergrund für den Burj Khalifa im Hintergrund. Sehr, sehr geil. Ich bin gerade dabei, hier zu shooten. Wir müssen mal abpassen, wenn die Autos hier langfahren und dann Langzeitbelichtung machen. Eine ganz kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Ich möchte dich einfach nur darauf hinweisen, wenn du das selber mal erleben möchtest, dieses Fotoabenteuer, dann hast du jetzt die perfekte Möglichkeit dazu. Denn vom 19. bis zum 26. November 2017 gebe ich in Dubai einen Workshop zum Thema Cityscape-Fotografie. Wir werden auf Hochhäuser raufgehen, wo man normalerweise nicht raufkommt. Wir werden eine Jeep-Safari machen. Wir werden auf das höchste Gebäude der Welt raufgehen, auf den Burj Khalifa und von dort die Stadt sehen. Wir haben alles Mögliche mit dabei in diesem Paket, zum Beispiel die Flüge mit Emirates. Wir werden in einem sehr guten 4-Sterne-Hotel übernachten. Das Bahnticket dort in Dubai ist schon mit im Preis enthalten und vieles mehr. Wenn du da also wirklich Fotografie, Bildbearbeitung und so weiter lernen möchtest von mir, dann sollst du dir das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Alle weiteren Infos findest du auf meiner Webseite im Store www.stefanschäfer-store.de. Klick da auf jeden Fall mal rein und erhalte weitere Infos. Viel Spaß! So, wir sind hier wieder zurück in unserem Zimmer. Es ist nachts um 2 oder 3 oder 4, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls ist heute Reisemitte quasi. Das heißt, wir haben nur noch wenige Tage, bis wir abreisen. Und deswegen tauschen Matthias und ich diese Couch gegen dieses Bett. Also Matthias und ich tauschen den Platz mit Stefan und mit Ukas. Und die beiden müssen jetzt darum spielen, wer die Matratze aufpustet, die hier uns heute gebracht wurde, mit einem Fußpumper. Sehr lustig und diskutiert das mal aus. Ja, okay, komm, wir spielen schon Papier. 3 Runden. Ja. Klamotten sind trocken, was geht denn ab? 1-1. Oh! Ja! 2-1. Wir haben wieder drei Runden. Ja, drei Runden. Wer hat dreimal gewinnt? Hä? 3 Runden, Junge? So, Leute, neuer Tag, neues Glück. Wir sind auf dem Weg zum Burj Khalifa, denn heute geht's auf den höchsten Turm der Welt. Und eigentlich wollten wir heute Morgen noch Hubschrauber fliegen. Tja, das ist leider ins Wasser gefallen, weil Matthias gebucht hat. Und ja. Ja, hier ist schon richtig. Ich verstehe nicht, warum ich hier beschuldigt werde für Sachen, für die ich gar nichts kann. Naja, jedenfalls ist bei der Buchung so ein bisschen was schief gegangen und deswegen fliegen wir erst morgen. Macht aber nichts, weil wie gesagt, heute haben wir ja den Burj Khalifa noch. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Wir werden auf jeden Fall tagsüber jetzt hier noch ein bisschen vor dem Burj Khalifa was machen und dann zum Sonnenuntergang nach oben gehen und das Ganze uns mal von oben angucken. Guten Tag. Es ist verdammt heiß. Wir haben uns gerade die Tickets geholt für den Burj Khalifa, dass wir dann um 16.30 Uhr hinauf können, damit wir den Sonnenuntergang abfassen. Jetzt haben wir uns überlegt, wir gehen noch mal kurz raus in der Mittagssonne. Und ah, der Boden ist heiß. Ah, oh, mein Arsch. Ja, da. Ja, also ich glaube, ich brauche nicht mehr zu sagen, wenn der Boden heiß ist. Hier ist angenehm, ich sitze hier im Schatten und hier neben mir plätschert das Wasser. Es ist leider so warm, das Wasser, dass man nicht mal eine leichte Abkühlung bekommt. Aber ja, wir machen jetzt gerade ein paar Fotos von Burj Khalifa, ein paar Außenshots mit einem Weitwinkel. Und was machst du, Stefan? Du hast nur einen Weitwinkel schon, du machst jetzt ein paar Details. Ich mache jetzt Detail-Shots, ich habe jetzt das 24-70 drauf auf 70 mm und fotografiere jetzt mal nur so die Spitze im Himmel. Geile Scheiße. Ich hoffe, man erkennt es. Einigermaßen. Wir fahren jetzt auf den Burj Khalifa nach oben. Und wir wurden gerade mehrmals belehrt, weil wir so professionell aussehen. Wir sehen mega professionell aus. Maximal Fotos machen. Weil man hier leider zu professionell. Ja, vor allem mit dem Ding hier, dem getapten Objektiv, zu professionell. We'll be right back.
auf dem Burj Khalifa. Und jetzt kannst du es eh vergessen zu fotografieren, weil jetzt blinkt das Ding wie Sau. Und vor allem sind hier mega viele Leute, die einfach nur nerven. Und vorhin waren so viele Leute da, du hast kaum eine Chance. Vor allem, man kennt ja die Shots ganz normal zu fotografieren, aber man hat ja hier so eine lustige Scheibe. Mittlerweile ist hier so eine Stange. Und dann kann man halt nicht mehr die Kamera durchstecken. Das ist halt mega der Abfuck. Voll scheiße. 50 Euro für so eine Kacke zu zahlen, die kriegen schlechte Bewertung. Würde ich sagen. Komm mal machen. Ich such mal Stefan kurz. Mega der Abfuck. Ich habe die ganze Zeit schon rumgeflucht. Ich werde jetzt mal durchs Fenster filmen, um die Aussicht zu zeigen, wie toll das ist. Leute, wir sind wieder runter vom Burj Khalifa und wir sind mega enttäuscht irgendwie gewesen, weil zwischen den Fenstern waren jetzt solche Rohre und wir konnten unsere Kameras da nicht wirklich durchbringen und dementsprechend waren wir da oben leider sehr, sehr beschränkt. Anyway, jetzt sind wir wieder unten, wir haben mega Hunger und jetzt sind wir gerade ins Vapiano gegangen. Wir haben uns hier alle Pasta bestellt. Sehr, sehr geil. Unser Mittagessen quasi um 9 oder so. Ist ja auch egal. Jetzt geht's gleich noch ein bisschen weiter.